Großeinsatz der Polizei am Freitagabend in Tessin bei Rostock. Ein bewaffneter Mann stürmte gegen 20.20 Uhr in die Hemtankstelle in der Sülzer Straße. Bei seinem Vorhaben, die Einnahmen zu rauben, zog der 29 Jahre alte Täter eine Gasdruckwaffe. Er gab zunächst einen Schuss in Richtung der Theke ab und forderte die Anwesenden auf, Ruhe zu bewahren. Zum Tatzeitpunkt befanden sich zwei Kunden in der Tankstelle. Mit Stahlkugeln, die der Täter aus der Gasdruckwaffe schoss, traf er zunächst einen 15-jährigen Jungen. Der zweite Kunde, ein 33-Jähriger, zog den von der Kugel im Unterbauch getroffenen Jungen dann an sich und stellte sich schützend vor ihn. Danach feuerte der Täter nochmals aus seiner Pistole, diesmal ganze 7 Mal. Die 7 Stahlkugeln trafen den 33-Jährigen im Oberbauch. Ein dem angeschossenen Kind nahestehender Bekannter erfuhr telefonisch von der Schießerei in der Tankstelle und fuhr sofort zum Tatort. So, er hat versucht, nach der Waffe zu ziehen. Ich habe zu ihm gesagt, er soll sich stecken lassen. Ansonsten muss ich ihm ein paar reinhauen mit dem Knüppel. Habe ihn gefragt und habe ihn zur Rede gestellt, warum er auf kleine Kinder schießt oder warum er allgemein hier losballert, ob er nicht ganz dicht ist. Ja, und daraufhin hat er mir keine Antwort gegeben. Und dann habe ich nur noch zu ihm gesagt, geh raus oder, ja, ich muss dich hier in der Tankstelle auf den Boden legen und muss dich hier rausschleppen. Die kurz darauf eingetroffenen Polizisten überwältigten den Täter und nahmen ihn vorläufig fest. Der Unmaskierte leistete dabei keinen Widerstand. Sanitäter kümmerten sich um die Verletzten, die in einem Krankenhaus behandelt, inzwischen aber wieder entlassen wurden. Ein Projektil steckte im Ellenbogen des zweiten Opfers und wurde im Krankenhaus herausoperiert. Das Tankstellengelände wurde weiträumig abgesperrt. Kriminalpolizei und Spurensicherung ermittelten am Tatort und sammelten Beweise. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.